Aufgrund der aktuellen Lage durch die Corona-Pandemie und der sehr schwierigen Situation vieler Künstler hat die Stadt Lampertheim ein Angebot für Künstler und Interessierte geschaffen. Kulturkommunal der Stadt Lampertheim präsentiert ein Projekt aus der Reihe 30 Minutes for Culture. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hingucker. Rolf, mach's kurz. Okay. Ton? Ton läuft. Kamera? Kamera läuft. Viel Spaß Ihnen beim Hingucken und den Künstlern ein gutes Gelingen. Was wir Ihnen heute präsentieren wollen, ist ein echter deutsch-pennsylvanischer Murmeltiertag, Grundsautag heißt das in Pennsylvania, so wie er seit vielen Jahrzehnten in Amerika gefeiert wird. Im Prinzip geht diese alte Sitte auf eine deutsche Bauernregel zurück. Meine Großmutter, die an der Weinstraße gewohnt hat, hat noch gesagt, wenn der Dachs seinen Schatten sieht am 2. Februar, dann bleibt der Winter noch 6 Wochen. Wenn er seinen Schatten nicht sieht, dann kommt das Frühjahr früh. Das ging einfach zurück auf die Erfahrungen der Bauern, die gewusst haben, ein Hoch Anfang Februar ist relativ stabil und dann bleibt der Winter eben noch. In Amerika, die Auswanderer haben das zwar mitgenommen, die Bauernregel in Amerika machte das überhaupt keinen Sinn meteorologisch. Das hat sie nicht davon abgehalten, trotzdem an der Bauernregel festzuhalten. Sie haben allerdings keinen Dachs gehabt, deswegen haben sie ein Murmeltier genommen. Und deswegen ist das Murmeltier, das im Englischen Groundhog heißt, heute der Pate sozusagen, das Groundhog Day des Murmeltiertages. Sie kennen vielleicht auch den Film und täglich grüßt das Murmeltier. Die Gruppe, die Ihnen das heute präsentiert, ist die sogenannte Groundhog Lodge Nummer 19. Es gibt in Pennsylvania 18 Groundhog Lodges, die etwas Vergleichbares machen, immer um den 2. Februar herum. Das ist in Amerika allerdings eine Veranstaltung nur für Männer. Wir machen das hier auch für Männer und für Frauen. Und wir präsentieren Ihnen das sozusagen in einer kleinen Form, einfach mal in einer halben Stunde. Normalerweise dauert das 2 bis 3 Stunden. Viel Spaß dabei. Zuvorderst ein Großdank der Stadt Lampertheim und dem Team Kultur Kommunal, dass wir hier heute auftreten dürfen in diesem historischen Schwanensaal. So, und nun wird zur Ordnung gerufen. Liebe Grundsau-Brüder, liebe Grundsau-Schwestern, die Grundsau-Lodge da im alten Land wird now zur Ordnung gerufen. Ich gebe euch ein herzlich Willkommen da im Städtel Lampertheim. Wir sind zusammengekommen, den Nachmittag für eine gute Zeit zu haben, ein wenig Kuchen und Kaffee zu kriegen und deel spaßig Storys zu hören. Das wichtigste Ding heute ist aber, dass man die Grundsau aus Bockenheimbad genannt wird, fragen will, wie es Wetter wird und die nächsten 6 Wochen sind. Kommt's früher Ball oder bleibt's noch Winter lang? Mehr wissen sel nicht. Aber mehr finden sel Ball raus.
Ich bin stolz von unsere Pennsylvanisch-Deutsche fahren und an dem Mutterspruch. Vom Schiff, als unsere Vorältere da gebracht hat, von der Karisch, als uns auf dem rechten Pfad halt, vom Pflug, als uns auf dem Land geholfen hat, von der Kunst, als uns Zeit gibt für Dinge du. Als mir gleiche vom Wagen, als uns über das große Land genommen hat, von der Farbe rot, weiß und blau, als weise, als mir allererst amerikanisch sind und vom Schlüssel stehe, als uns Pennsylvanisch-Deutsche beieinander halt für die Ewigkeit. Ich kann deutsche Wade singen, hoff so kannst du. Welle dann miteinander singe, sing ich und du. Oh, mir singe, sing ich und du. Oh, mir platsche, platsche dazu. Ich bin froh und ich bin hallig, wie bist dann du? Ich geh regler nach die Karich, hoff so tust du. Oh, mir singe, sing ich und du. Oh, mehr platsche, platsche dazu. Ich tu immer, was ich set, hoff so tust du. Wann ich bes bin, fluch ich net, hoff net tust du. Oh, mehr singe, sing ich und du. Oh, mehr platsche, platsche dazu. Ich hab so gut Gesseheit, hoff so hast du. Bändig Spaß und Herrlichkeit, hoff so hast du. Oh, mehr singe, sing ich und du. Oh, mehr platsche, platsche dazu. Oh, mehr singe, sing ich und du. Oh, mehr platsche, platsche dazu. Ich bin now ready, die Verbinderei auch in Lamberde zu nehmen. Sel ist der Weg, als Sel gedu sein muss. So behäft euch, stehen auf und nehmen euer Pode in die Hehe. Ich schwätz vor und ihr schwätzt noch. Ich versprech. Ich versprech. Mehr Deutsch zu schwätzen in die Heimat. Mehr Deutsch zu schwätzen in die Heimat. So as mei Kinder und Kindskinder. So as mei Kinder und Kindskinder. Des a lernen müssen. Des a lernen müssen. Ich versprech. Ich versprech. Für in die Karisch geh alle Sonntag. Für in die Karisch geh alle Sonntag. Und 20 Taler auf den Teller schmeißen. Und 20 Taler auf den Teller schmeißen. Ich halt Glaube in my country. Ich halt Glaube in my country. Und ich bezahl my Taxe. Und ich bezahl my Taxe. Von dem Tag heit ab. Von dem Tag heit ab. Du, ich nimm mir es Wetterwatsche. Von dem nach Fahne naus auf die Guckbox. Fahne naus auf die Guckbox. Von nau ab glaub ich just. Von nau ab glaub ich just. Was die Grundsau selber sagt. Was die Grundsau selber sagt. All die Dinger tun ich. All die Dinger tun ich. Selber spreche ich all meine Grundsau-Brüder und Grundsau-Schwestere. Selber spreche ich all meine Grundsau-Brüder und Schwestere. Now hocken euch wieder hier. Grundsau-Tag, hebe wie drübe. Die Grundsau ist für die Pennsylvanisch-Deutsche ein arig wichtiges Gedier. Im Englischen tät man es ein Groundhog hese, in Hochdeutsch Murmeltier. Ein Grundsau kann, wenn sie schmert genug ist, sauber wie es Wetter watt. Nicht all über es Jahr, aber just am 2. Hanning, am 2. Februar, wie man im alten Land sauer tät. Und Sel ist gut, weil der 2. Hanning, as a Maria Lichtmess genannt watt, ist grad mittes im Winter. 6 Wochen sind vorbei und 6 Wochen mehr sind vielleicht noch am Kumme, eb es Frühjahr kommt. Wann ein Schmäher die Grundsau am Zwett Hanning raus aus ihrem Loch jumpt, sich vor ihr Baumstumpe stellt, wo sie der Winter spennt und mal rumguckt, gibt's 2 unterschiedliche Möglichkeiten. Nummer 1. Die Grundsau sehnt ihren Schatten.
Sel meint, als die Sonne am Scheine ist, Seladag. Aber die tiefer Meaning ist, als der Winter not noch 6 Wochen bleibt. Es Frühjahr kommt spät. Nummer 2. Die Grundsau sehnt ihren Schatten nett. Sel meint, als kein Sonne am Scheine ist, Seladag. Aber die tiefer Meaning ist, als es Frühjahr früh kommt. Es nimmt not kein 6 Wochen mehr. Die deutsche Bauer Hänsel gewiss von ihr Voreltern, als aus dem alten Land nach Amerika kommen sind. Sie haben als gesagt, wann der Dachs sein Schatten sehnt an Maria Lichtmess, bleibt der Winter noch 6 Wochen. Aber in Pennsylvania haben sie kein Dachs Kade, so haben sie die Grundsau geused. Und sie hat als Fat ein guter Job gedu. Das Lied zu die Grundsau. Durch ein Schäfer-Sammeling, da hocke mir all rum. Wir Pinsel vorne deutsche Leid, wir gucken nicht so dumm. Wir hennen neue Grundsau-Lodge, wir wissen aber was. Wir machen nicht ein langes Gesicht, wir machen wenig Spaß. Oh du Grundsau, du bist unser Prophet. Du sagst uns, wie das Wetter wird, jetzt regnet oder schneit. Der Wettermann ist nicht viel wart, vom Wetter weiß er nix. Wenn man just auf ihn harrige geht, wird wärmer in Refix. Wir wissen, was die Grundsau sagt und was sie uns verzählt. Das halte mir in große Ehr, soll es was für uns zählt. Oh, du Grundsau, du bist unser Prophet. Du sagst uns, was das Wetter gibt, was regnet oder schneit. Oh, du Grundsau, du bist unser Prophet. Du sagst uns, was das Wetter wird, ob's regnet oder schneit. Der Pfarrer fangt Fisch. Ein Pfarrer ist mal Fische gegangen, aber er hat nichts gefangen. Und er wollte auch nicht auf sich kommen lassen wollen, als er nichts hat. Aber er hat auch nicht gern liegen wollen, wenn er heimkommt. Noch hat er einen Stor gesehen, auf dem Weg heim, ist neu, hat gefragt, ob sie frische Fisch hätte. Ja, hat der Klarik gesagt, dann wiegen wir mal 3 von der Gräste as Host, hat er gesagt. Der Klarik hat sel gedu, der Pfarrer hat sie bezahlt, weil as der Klarik sie ready gemacht hat, vereiwickle. Der Pfarrer ist nur so an die Tier gelaufen und hat gesagt, wickle sie nicht ei. Für was nicht, hat der Klarik gefragt. Ei, hat der Pfarrer gesagt, ich stell mich da an die Tier, nur schmeißt sie erst zu mir, dann kann ich dem sagen, ich hätte sie gefangen. Der Sam und die Kate haben beieinander gelebt, als Mann und Frau, für viele Jahre. Aber gleich nachdem, als sie geheiratet waren, ist die Liebe verschwunden. Und von dort ab haben sie immer gefochten. No endlich ist die Kat gestorben. Am Grab hat der Pfarrer gedenkt, er sollte etwas sagen, für den Sam besser viele machen. Der Pfarrer hat seine Hand auf dem Sam sei Buckel gelegt und hat gesagt, ich weiß, dass es nicht leicht ist, für die Frau zu verlieren, weil man so lang beieinander gewesen ist. Aber du musst immer daran denken, now ist sie ihre Elend los. Ja, hat der Sam gesagt, now ist sie ihre Elend los. Und so bin ich. Wie sie vom Karischhof gelaufen sind, ist ein Sturm aufgekommen und wie es angefangen hat, Wetterlege und Dunnere, hat der Sam gerade zu sich selber gesagt, well, ich denke, alleweil ist er oben angelangt. Es ist etwas gut in alles. Well, groß Dank, die Pennsylvania-Deutsche, gleiche als fattgespassige Stories her. Gleiche ist so ein gutes Wort, als mir nicht hin. Gleiche meint mögen, gerne haben.
Und es ist etwas Abbattiges, wenn man gute Story hört. Abbattig meint etwas Besonderes. Die Pennsylvania-Deutsche Leute sind Bauersleit. Und sie haben für 300 Jahre zusammen gewohnt im Neuen Land. Und Delmols sind vielleicht ein paar von den Kindern in die Stadt gezogen. Und sie haben die Pennsylvania-Deutsche nicht gut geglichen, weil sie haben geglichen, wann die Deutsche, wenn die Kinder bei ihnen geblieben sind und auch ein Bauer waren sind. So, wann aber einer gezogen ist ins Städtel und am Sonntag vielleicht kumme ist, not hat er Kleider angedug hat, als man nicht gekannt hat auf dem Land. Und das nächste Stück, als man singe, ist von einem Besuch von einem Frau, als im Städtel wohnt und sie guckt nicht, wie sie sitzt. Sie guckt nicht wie ein Bauersfrau, sie guckt wie ein Städtelfrau. Und, well, sie ist Freundschaft, sie ist vielleicht ein Auntie oder vielleicht ist sie eine Tochter. So tun sie doch ein Hane schlachte, so als sie ein gut ihms habe kenne, der Mittag. Aber sie guckt nicht, wie sie sitzt. Und sehr Lied ist von sehr. Sie kommt drum der Barik. Sie kommt drum der Barik, wann sie kommt. Sie kommt drum der Barik, wann sie kommt. Oh, sie kommt drum der Barik, no, wat sie mal gesparigt. Sie kommt drum der Barik, wann sie kommt. Sie treibt sechs weiße geil, wann sie kommt. Sie treibt sechs weiße geil, wann sie kommt. Sie treibt sechs weiße geil, so ist jo nimmi steil. Sie treibt sechs weiße geil, wann sie kommt. Merk ihnen aus, sie sehne, wann sie kommt. Merk ihnen aus, sie sehne, wann sie kommt. Ja, wir gehen aus, sie sehne, wir wissen, sie ist ein Schöner. Wir gehen aus, sie sehne, wann sie kommt. Sie kommt drum der Barik, wann sie kommt. Sie kommt drum der Barik, wann sie kommt. Sie kommt drum der Barik, no, was sie mal gesparigt, wann sie kommt. Drum der Barik, wann sie kommt. Harrischmol, Harrischmol, im Städtel Lambertheim nächst zum Donnersparig auf selben Grundsautag, der Zweithannig 2020, hat die Grundsau als Bockenhambett genannt wird, der König von alle Grundsäuto im Land, eine Antwort gebe zum Herbert Tiefel von der Grundsau-Lodge Nummer 19 im Alten Land. Der Bockrembett hat sein groß Weifass verlassen, wo er wohnt, hat rumgeguckt für ein kleine Weil und gesagt: Ich komm von Pennsylvania, wohn auf dem Donnersberg, hab wahrlich kein gut Jahr gehabt, hab mich getrubbelt, Arik. Der Dappischtrump hat mich verzahnt, nächst all die Woche aufs Blut. Nau, Hänsen ausgestimmt, mein Leid, das war wahrhaftig gut. Das Covid-19 macht mich krank, ich kann's nix ne mehr hören. Doch sind a lat Leid starve dran, so will ich mich net beschweren. Ich bin noch gesund, doch das Klima net. Es wird hese all die Jahr. Wenn gut die Zukunft sind noch als ihr Menschen die größte Gefahr.
mache mir fatt, wie nett gescheit, kommt mir Business bald zum End. Weil dann gibt's bald kein Winter mehr, wie mehr ihn heut noch kennt. Mein Business ist nicht Geld vertreiben, bin eine kleine Grundsau nur. Doch hab ich Ache in mein Kopf und folg der Sonn ihr Spur. In unsere Guckbox, Jusse sie, fürs Wetter zu bestimmen, die allerbeste Satellite, und doch tut's oft nicht stimme. Ein großer Glaube hängt in mich, die Leid im neuen Land. Und als ich's Wetter besser weiß, wird now auch hier in Lambertheim bekannt. Wo ist die Sonne? Ich seh'n sie nicht und hab kein Schattenheit. So Leid, seid hallig und macht gleich, fürs Frier euch bereit. Wunderbar. So haben wir ein Free-Free-Jahr, das Jahr. Und wir sind froh für sel. Ja. Und wir stoppen sel Versammlung mit dem letzten Lied, als Alfards letztes Lied ist auf dem Pennsylvania-Deutsche Grunzer Lodge, und das Lied heißt Schnitzelbank. Ist es nicht ein Schnitzelbank? Ja, das ist ein Schnitzelbank. Ist es nicht ein großer Schank? Ja, das ist ein großer Schank. Großer Schank, Schnitzelbank. Ei du Scheni, ei du Scheni, ei du Scheni, Schnitzelbank. Da da dam pam 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 pa, dam pam pa da dam pam pa. Ist das nicht ein Rasselschlang? Ist das nicht ein Katzenlang? Ja, das ist ein Katzenlang. Katzenlang, Rasselschlang, großer Schank, Schnitzelbank. Ei du Scheni, ei du Scheni, ei du Scheni, Schnitzelbank. Da da dam pam 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 pa, dam pam. Ist das nicht ein Wawerrad? Ja, das ist ein Wawerrad. Ist das nicht ein Krumm und Grat? Ja, das ist ein Krumm und Grat. Krumm und Grat, Wawerrad, Katzenlang, Rasselschlang, großer Schank, Schnitzelbank. Ei du Scheni, ei du Scheni,